In diesem Jahr geht er an Pascal Müller und Stefania Prandi für ihre Recherchen Vergewaltigt auf Europas Feldern und er kommt am Abend für BuzzFeed News und Korrektiv. Erntehelferinnen in Europa werden für ihre harte Arbeit auf Obst- und Gemüseplantagen nicht nur schlecht bezahlt, sie werden sexuell belästigt, beleidigt, vergewaltigt. Von örtlichen Institutionen, Gewerkschaften und Frauenrechtsorganisationen bekommen die Frauen so gut wie keine Unterstützung. Pascal Müller und Stefania Prandi haben in ihrer über einjährigen Recherche mit mehr als 100 betroffenen Erntehelferinnen gesprochen und berichten mit erschütternder Genauigkeit von deren furchtbarer Situation. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema sexualisierte Gewalt war dieses Jahr bei uns in Deutschland und auch darüber hinaus eines der Themen, die die Öffentlichkeit am meisten beschäftigt haben. Sie alle kennen das Thema unter dem Stichwort MeToo. Und die Berichterstattung über dieses Thema ist besonders schwierig, denn die Anforderungen an Beweislage, an Persönlichkeitsrechte und an Quellenschutz sind extrem hoch. Schauen wir nur zum Beispiel in die USA, zu dem Fall des obersten Richters, der beschuldigt wurde, einer Frau sexualisierte Gewalt angetan zu haben. Auch wenn die Frau sich dazu durchgerungen hat, ihre Geschichte in der Öffentlichkeit zu erzählen, hat sich doch seine Version durchgesetzt. Pascal Müller hat selbst ihre Arbeit sehr hellsichtig, wie ich finde, mit Geschichten über Gewalt verglichen, wenn die von der Gewalt überwiegend Männer betroffen sind. Dort reichen nämlich oft ein, zwei Beispiele, um die Leserinnen und Leser zu überzeugen. Und Sie und Ihre Kollegin Stefania Prandi dagegen brauchten Dutzende von Beispielen, mussten unter sehr schwierigen Bedingungen in Spanien und Marokko mit vielen, vielen Frauen sprechen. Sie konnten das tun, weil sie dafür die Unterstützung von ganz jungen Medienorganisationen hatten, die manche von Ihnen vielleicht noch gar nicht kennen. Organisationen wie BuzzFeed Deutschland oder Korrektiv, das der Recherchedienst. Und die beiden Reporterinnen stießen bei ihrer Recherche dann immer wieder gegen Wände des Schweigens. Und von denen durften sie sich aber nicht abschrecken lassen. Sie durften sich auch nicht davon abschrecken lassen, dass die Taten sogar von Organisationen abgeleugnet werden, die eigentlich die Interessen der Arbeiterinnen vertreten sollten. Die beiden Reporterinnen haben nach monatelanger Arbeit dann wirklich überzeugende Rechercheergebnisse vorgelegt. Und sie haben mit ihrer Story viel erreicht. Wer sie gelesen hat, stellt sich jetzt nämlich die Frage, unter welchen Bedingungen wurden die Früchte geerntet, die wir hier im Supermarkt kaufen. Ich stelle mir jetzt diese Frage bei jeder Erdbeere aus Spanien, die ich verzehre. Und das geht auch vielen der Schülerinnen und Schüler an der Deutschen Journalistenschule so, die diese Geschichte gelesen haben. Die Jury hat dieses Jahr eine ganze Reihe von ganz, ganz ausgezeichneten Beiträgen zum Thema sexualisierte Gewalt begutachtet. Und wir haben diese Einreichung unter anderem deswegen ausgewählt, weil sie Frauen eine Stimme verleiht, die fernab von irgendwelchen Glitzerwelten, fernab von der Film- oder der Medienbranche arbeiten. Diese Geschichte zeigt die Breite eines Themas, das unter dem Stichwort MeToo-Bewegung eben alle von uns aufgewühlt hat. Und wir meinen diesen Preis als Ermutigung für alle Journalistinnen und Journalisten, sich nicht einschüchtern zu lassen, sondern dieses schwierige Thema auf allen Ebenen weiter zu verfolgen. Und wir sind uns sehr sicher, dass Pascal Müller und Stefania Prandi das tun werden. Danke.
Herzlichen Glückwunsch nochmal, Pascal Müller und Stefania Plandl. Ich sage das jetzt erst auf Englisch, weil das Dank in unserer beider Namen ist. So, we both would like to thank first and foremost the people who made this story possible, which is the donors of our investigation, because it was crowdfunded. We would like to thank all of the translators who worked on the story, and we would like to thank our two editors, Frederik Richter and Daniel Drepper from Correctiv and from BuzzFeed News. Thank you so much. Pascal Müller, das waren keine einfachen Bedingungen für Sie, mit diesen Frauen in Spanien, in Italien und Marokko zu sprechen. Wie fanden diese Gespräche statt? Also die meisten Gespräche fanden im Auto statt oder in unseren Autos und da musste es ziemlich schnell gehen. Das heißt, es waren sehr gehetzte Gespräche oft, auch bestimmt keine schöne Interviewsituation für alle Beteiligten. Und ja, in vielen Farmen gab es auch Aufpasserinnen, das heißt, man musste schauen, dass man zu einer Zeit kam, wo eben niemand so wirklich das uns auf dem Schirm hatte, dass wir reinkamen, dass uns niemand danach irgendwie bedrängt hat. In einem sehr persönlichen Text über dieses Projekt schreiben Sie, Sie hätten zwischendurch immer wieder an sich selbst und an dem ganzen Projekt gezweifelt. Woher kam das vor allem? Ja, ich zweifle eigentlich jeden Tag an meinem Beruf. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Stück weit persönlich. Aber ich habe auch deshalb daran gezweifelt, weil niemand mit uns sprechen wollte. Die Organisationen haben gesagt, es ist kein Problem. Die Gewerkschaften haben gesagt, es ist kein Problem, bis auf eine. Da fängt man natürlich irgendwann an zu zweifeln, wenn man da nur zu zweit draußen sitzt. Ich wusste aber, dass Stefania in Italien schon zu diesem Problem gearbeitet hatte und wir waren uns eigentlich sicher, dass wir da was haben. How were your experiences with this investigation? Did you also got some doubts at any point? Haben Sie auch irgendwann mal Zweifel bekommen? Wie waren Ihre Erfahrungen? I didn't really have doubts because I did the same work before in Italy. Also Sie haben schon mal in Italien an dem Thema gearbeitet? And for 2 weeks I was working without a clue because no one wanted to talk to me. Neither. Da sind Sie auch auf eine Mauer des Schweigens gestoßen. Neither association, neither unionist. But of course I was worried. Because we needed to find strong evidences. Because also Sie mussten sehr starke Beweise finden für Ihre Geschichten. Because women to be trusted need Frauen, denen man glaubt, strong evidences. Brauchen immer sehr starke Beweise. Mostly when we speak about sexual violence. And besonders wenn man über sexuelle Gewalt spricht natürlich, ja. And then, as Pascal said, we also got money from our funders. Sie haben Geld von den Unterstützern bekommen, from the donors, von den Spendern, ja. Because of the crowdfunding with Correctiv. Correctiv vor allem, die große Recherche. So we had a kind of pressure because we needed to do our work. Ja, also es gab einen ziemlichen Druck, da irgendwie an Ergebnisse zu kommen. Warum gibt es praktisch gar keine Unterstützung für diese Frauen, weder von der Polizei noch von den örtlichen Gewerkschaften oder von den Frauenhilfsorganisationen? Was haben Sie dafür? Sie sind ständig auf eine Mauer des Schweigens gestoßen und man fragt sich, was Sie da für eine Arbeit machen, wenn die diesen Frauen nicht helfen. Also ich glaube, das ist ein Thema, über das viele nicht so gerne sprechen und es war auch so, dass einige dieser Organisationen auch gar nicht vor Ort in den Feldern selbst waren. Also sozusagen, wenn ich nicht hingehe und die richtigen Fragen stelle, dann kann ich natürlich auch nichts rausfinden. Und es ist auch so gewesen, dass wir eine Übersetzerin hatten, die selbst aus Marokko kam und der die Frauen vertraut haben. Und dann hat es auch geklappt. Wie waren die Reaktionen auf diese große Recherche? Also es gab ja in Italien zum Beispiel und auch in Spanien gab es unterschiedliche Reaktionen. Haben Sie da kurz was? Do you want to start with reactions in Italy? So in Italy we didn't have reaction. I mean not from institution. Also keine öffentlichen Reaktionen von den Institutionen auf diese Recherche. Neither the main media wanted to publish it. Oh, und sie wollten nicht veröffentlicht werden. Es gab kein Interesse der Medien an dieser Geschichte. Even if I pitched it.
Sie haben sogar angeboten, aber okay. But then after, I mean, in the meanwhile, I also wrote a book about the issue. Sie hat auch ein Buch über das Thema geschrieben. And I had a lot of reaction from the civil society. I mean, people were very interested in it. Aus der zivilen Gesellschaft kam viele Reaktionen und das stieß auf ein großes Interesse, das Thema, bei den Leuten. So I have been invited all over Italy to speak about the issue and I'm still being invited. Also sie ist überall eingeladen worden in Italien, um über diese Sache zu sprechen. Und es gibt eine Fotoausstellung. There's also an exhibition with your pictures. You're also a photographer. Yeah, there is also an exhibition and also people are inviting me about for the exhibition in supermarket and public spaces. Okay, diese Ausstellung wandert durch Italien, ist in Supermärkten zu sehen, an öffentlichen Plätzen. Yeah, that's because I think people are interested in this kind of issue and sometimes media can be very distant from what people want to read. Manchmal sind die Medien zu distanziert von dem, was Not here. Die Leute wirklich... Hier nicht. Vielen Dank. Noch eine Frage zu Spanien, denn da gab es ja auch tatsächlich einige Reaktionen seit Ihrer Recherche, oder? Genau. Also in Spanien war das so sehr gemischt. Wir haben gemerkt, dass am Anfang es gar nicht so viele Reaktionen gab, aber dann nach einer kurzen Zeit, auch durch die Gewerkschaften, hat es Anzeigen gegeben, insgesamt über 100 Anzeigen auch, also an einer Polizeistation. Es hat auch Anklagen gegeben vor dem Nationalgericht in Spanien. Die Klage wurde mittlerweile aber wieder zurückgestuft. Das heißt, so dieses rechtliche Prozedere, da sieht es gerade nicht besonders gut aus, dass es so eine strafrechtliche Aufarbeitung dieser Vorkommnisse gibt. Was es aber auch gegeben hat, es sind Proteste, landesweite Proteste. Es hat eben da in dem Einspieler, hat man Bilder gesehen, dass eben Frauen, Gewerkschafter, Frauenorganisationen auf die Straße gegangen sind und protestiert haben. Und in Deutschland hat das dazu geführt, dass zum Beispiel Aldi Süd die Produkte dieser Hersteller oder problematischen Hersteller oder Hersteller, bei denen es mutmaßlich solche Missstände gab, aus dem Sortiment genommen hat. In Marokko, das sind nur noch zwei Sätze, hat das dazu geführt, dass man uns als Lügner beschimpft hat. Und da hat man eigentlich mit dem Thema auch nicht besonders viel zu tun haben wollen und hat auch gesagt, es sind Einzelfälle und hat versucht, die Recherche zu diskreditieren. Vielen herzlichen Dank. Sie haben auf jeden Fall doch einiges erreicht. Vielen herzlichen Dank. Pascal Müller und Stefania Prandi. Nochmal herzlichen Glückwunsch.